Bitte schön. Tanja. Wo kommt ihr denn alle her? Ich komme auch aus Stralsund. Haben wir noch wen anders hier? Wo kommt ihr? Ich komme aus dem Wendland. Was treibt dich hierher? Einmal Applaus für die tapferen Wendländer und den langen, langen Widerstand. Was ist Ihr wichtigstes Anliegen heute? Mein wichtiges Anliegen ist, dass die Bewegung so stark ist, dass die Politik reagieren muss. Wir sehen das in Niedersachsen, da musste selbst die CDU einen Tierschutzplan auflegen. Und ich sehe, dass wir uns bewegen und die Politik schläft immer wieder ein. Und deswegen ist das wichtig, dass wir jedes Jahr wieder hier auf die Straße gehen und zeigen, das reicht uns noch nicht, ihr müsst euch weiter bewegen. Aber wir kommen zum Erfolg, ich weiß, dass wir siegen. Tierschützer und Landwirte gemeinsam. Sind Sie auch Landwirt? Ja. Was machen Sie für Landwirtschaft? Bitte? Was für Landwirtschaft machen Sie? Ich bin momentan in der Ausbildung und ich bin auf einem Gemischbetrieb momentan im Vorharz und von da bin ich jetzt gekommen. Und ein wichtiges Anliegen heute? Allen Menschen zu zeigen, dass es da draußen schon ganz, ganz viele Bauern und Landwirte gibt, die eine Landwirtschaft betreiben, die zukunftsfähig ist und ja, auch konventionelle Kollegen mal einzuladen, ins Gespräch mit uns zu kommen, denn es geht auch ohne Zauberpülverchen. Dankeschön. Um das nochmal ganz klar zu sagen, hier ist niemand, der mit Gülle werfen will, sondern hier ist die Bewegung, die alle Landwirte einlädt, gemeinsam zukunftsfähig mit Tierschützern, mit Konsumenten und mit den Leuten, die unsere Landwirtschaft beeinflusst in den armen Ländern. Alle gemeinsam wollen eine gute Landwirtschaft machen. Wir wollen uns nicht spalten lassen. Wo kommst du her? Wo lebst du auch auf einem Bauernhof? Ich komme aus Berlin und mehr weiß ich nicht. Trotzdem gut, dass